Hallo, hallo und willkommen zurück zu der Fortsetzung von der letzten Runde Isaac. Und ich wollte fast sagen, okay, das höre ich zum ersten Mal mit diesem Ton. Ins Auge mit dem Messer! Und ausgewichen und plopp! Und in den Arsch oder was auch immer das da darstellen soll. Ich bin mir dabei nicht so sicher. Oh, in die Hand. Okay, die Hand kann ich nicht angreifen. Das ist gut zu wissen. Messer in den Fuß. Messer ins Auge. Messer auf diesen komischen Typen hier. Geh weg von mir. Nein! Stirb! Och, komm schon. Danke. So, Squeezy. Schade. Ich habe gehofft, dass der Devil Deal jetzt hier immer noch wäre, weil ich war ja bei Krampus zwischendurch und ich da reingehen könnte und dadurch dann wieder hier rauskommen würde, wodurch ich dann nochmal das eine Item da, also eins von den beiden, die da noch sind, hätte rerollen können. Aber leider klappt das Ganze nicht. Und, ja, gut. Flop! Das, was mir da angezeigt wird auf der Karte, ist der Geldraum. Den brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Also, wow, Skillshots und so. Richtig krass. Flop! Das Geld hätte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen müssen. Aber ist ja egal. Ich habe jetzt Polaroid und Blood Penny dabei. Gut. Dann werde ich jetzt einmal dich töten. Ach, hier ist dann direkt so bossmäßig und so unterwegs. Okay. Wieso nicht? Made? Hallo, Made? Oder Mini-Made viel eher. Ja, ich lasse mich von dir treffen. Du stirbst wieder nicht, obwohl dein Leben schon leer ist. Und wir bekommen zwei Monstrus. Ja, mit euch habe ich jetzt gerechnet. Also, mit euch nicht. Mit einem von euch habe ich gerechnet. Stirb, Monstro. Stirb. Ihr seid beide tot übrigens, aber es passiert keine Sau. Also, mit ihr seid beide tot, meinte ich, ihr habt kein Leben mehr. Was ist denn los? Wieso jetzt sind hier Mega-Monstros? Also, die Monstros mit dem mega viel Leben und... Alter, könnt ihr es mal lassen. Dankeschön. Okay, der erste ist tot. Bei ungefähr zwei Drittel des Lebensbalkens. Stirb mal, dankeschön. Lag nicht noch irgendwo ein halbes Herz rum? Was war denn das hier überhaupt für ein... Okay. Ich hab Bloody Penny, krieg aber kein Leben, wenn ich Geld einsammle. Und das ist jetzt Assi. Also, der Typ da. Ich hab's geschafft, mich nicht treffen zu lassen. Wir gehen einfach direkt zum Boss drauf geschissen hier. Ein nerviger Boss. Dem ich geschätzt keinen Schaden mache und dann auf einmal doch. Gut, dass ich fliegen kann und das nicht ausnutze. Da hätte ich gerade schießen können. Okay. Okay. Na, ich mag diesen Boss nicht, weil er Spinnen fallen lässt. Und ich hasse Spinnen, wie, glaube ich, mittlerweile jeder Mensch dieser Welt weiß. Oder zumindest jeder Mensch dieser Welt, der meine Isaac-Plays kennt. Ich hasse Spinnen einfach. Danke, Fliege. Du bist mir ein wahrer Freund. Speed up. Eigentlich bin ich schnell genug, oder? Ja. Doch, ich bin schnell genug. Weg damit. HP up. Ja, das ist in Ordnung. Ich habe zwar schon so viel Leben, dass man es nicht mehr... Okay, ich hätte eigentlich auch das, Dings da, wo es da mitnehmen können. Das muss ich jetzt nicht unbedingt abusen. Und, das da auch nicht. Schon wieder zwei Temperance-Dinger. Ich hab zwar theoretisch immer noch mein Blood Penny, aber... Ich versuche erstmal die Spiele zu finden, bevor... Also, ich hoffe, dass es hier eine gibt, will ich damit sagen. Vor allem habe ich auch noch Seelenherzen. Ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Oh, Mensch. Nerv mich nicht. Dankeschön. Bravo, Junge. Plopp, ich lass mich nochmal treffen und, Sachen, die ich an diesem Item hasse. Also an dem Messer. Wenn ich nur kurz halte, macht es nur einen auf den hier. Was? Wieso stirbst du nicht? Danke. Stirb mal. Danke. Plopp. Ich kapiere das Messer nicht.
Werde ich wahrscheinlich auch niemals, aber ich hoffe, dass jetzt... Was? Oh Gott, ich habe noch nicht mal mehr volles Leben. Ich versage. So. Ich hoffe, dass... ungefähr, ja, im nächsten Raum die Spilo wäre, aber nein, natürlich nicht. Dann wird sie vielleicht ganz hinten oben sein. Es sind gerade zwei daraus geworden, oder? Jo. Okay. Wieso nicht? Stopp! Stopp! Danke. Und dich noch umhauen. Geh weg. Geh auch weg. Und jetzt nur noch dich. Yeah. Geld, das ich wirklich unbedingt brauche. Was? Ihr sterbt nicht? Ihr seid die Mega-Tank-Biester. Doch, Mann. Ich lasse mir hier voll auf den Sack geben. Na ja, gut, es liegt überall noch Geld, das mir theoretisch halbe Herzen geben kann. Also, was soll's. Plopp, weg mit dir. Und da funktioniert es auch schon zum ersten Mal nicht. Wie schlecht kann ein einzelner Spieler sein? In diesem Video kann man es sehen. Oh, weg mit dir. Weg, weg und dich auch weghauen. Jo, ein Herz wieder dazu bekommen. Nicht schlecht. Und letztendlich lohnt es sich dann irgendwann doch noch. Ich werde jetzt einfach den hier Secret Room öffnen. Da ich eh genug Bomben habe und das Geld da drin. Ja, da ist im Prinzip drauf geschissen, aber es ist auch egal. Ich krieg das Leben halt wieder. Oder. Ja, aber das machen wir gleich erstmal ein bisschen anders. Ich bin zu faul, den Weg zu gehen. Ich glaube, es wäre in der Zeit auch. So. Ups. Gut. Dann wird das einmal rerollt. Ein Item, das ich unbedingt brauche. Also wirklich unbedingt, unbedingt brauche. Was war das hier? High Priestess. Okay. Ja, wieder ein Item, das Quatsch, eine Karte, die ich nicht brauche. Gut, dann gehen wir jetzt einfach auf zu Moms Herz. Hier haben wir schon mal die Spilo, das ist gut. Leider mit diesem Ding, was ich jetzt eigentlich nicht unbedingt brauchte. Aber das nehme ich gern mit. Weg mit dir. Nicht schlecht. Achso, eigentlich brauche ich jetzt gar nicht hier zocken, weil ich einen normalen Automaten bräuchte. Ups. So was Blödes. Tauch auf. Dankeschön und tschüss. Was haben wir hier? Justice. Und das nehmen wir wieder mit. Hebe ich mir bewusst fürs Ende auf. Oder ich sag mal, fürs so ziemlich Ende. Gut, ihr kriegt hier Schaden. Der Hoffnung war ich zumindest. Stirb! Danke. Helf ab. Ich glaube, mittlerweile sind es 14 Herzcontainer, die ich habe. So ganz sicher bin ich mir nicht. So, erstmal du in die Spikes rein und dann weg mit dir. Und dich wieder in die Spikes. Hallo, danke. Wie nett.
Und weg mit dieser Wand. Gut, derzeit brauche ich das Geld noch nicht. Ich werde es mir aber gleich noch holen. Okay, dann kann ich jetzt ein bisschen was rumprobieren. Nett. Sehr nett sogar eigentlich. Devil, Full Health. Ach, keine Ahnung. Ich nehme erstmal Devil mit. Benutze es dann halt bei diesem Boss zur Not. Weil so eine Full Health Pille am Start zu haben, ist immer ganz geil. Vor allem, weil ich eh noch ein zweites Leben habe, aber wen interessiert das schon? Ja, hier eskaliert wieder ein bisschen rum. Wieso auch nicht? Stirb doch mal! Stirb, Alter, du hast kein... Einer von euch beiden hat mindestens kein Leben mehr. Wie ich es sagte. Einer von euch beiden hat mindestens kein Leben mehr. Two of Diamonds, ja. Ich habe leider schon so viel Geld, wie ich nur haben kann. Ich würde behaupten, ich brauche den Kack nicht. So, und dich da reinlassen und was auch immer. Und nur noch dich irgendwie erwischen. Wunderbar. So stelle ich mir das vor. Jetzt kann ich auch wieder hier hingehen und Sitte neu würfeln. Damage und HP ab. Ja, ist jetzt eigentlich nicht so das, was ich unbedingt bräuchte, aber naja. Ich habe allerdings das Gefühl, dass Bloody Penny nicht mehr so gut funktioniert wie am Anfang. Ich spiele das jetzt einfach mal durch. Also, ich meine den Typen hier, so lange, bis er keinen Bock mehr hat. Und mir Flylove gibt, weil dann kann ich mir nämlich das Kreuz mitnehmen. Und, Flylove rerollen. Fliege macht das. Coole Sache. Ja, nett. Das ist dumm. Mehr als 12 Herzcontainer erkennt er nicht an. Merke ich gerade, aber ich müsste eigentlich mindestens 14 gehabt haben. Aber ist mir auch egal. Mal im Ernst, wen interessiert das schon, wie viele Herzcontainer man jetzt nun hat, wenn man mehr als 12 hat. Außer man spielt gerade das Blue Baby und hat statt irgendwie 30 auf einmal nur noch so ungefähr 7. Das ist assi. Ist leider auch schon einmal vorgekommen, wodurch ich dann auch den Run verloren habe, weil ich auf einmal viel zu wenig Leben hatte. Da-ba-d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 a-
eh kaputt. Obwohl, ich brauche gar nichts mehr von dir. Fällt mir gerade ein. Weil HP abzählt er ja irgendwie eh nicht mehr mit. Oh, ich hab keinen Bock mehr mit dir zu zocken. Das ist voll langweilig. So, wieso stirbst du nicht einfach? Dankeschön. Oh, ich hab mich treffen lassen. Sowas Blödes. Und ich hab die Bombe nicht mitgenommen. Sowas Blödes. So, ein Raum noch. Natürlich so ein Kackraum, in dem ich mich auch wieder treffen lassen muss. Ich gehe einfach mal rein. Ah! Pff. Und jetzt kann ich wieder würfeln gehen. Obwohl ich das eigentlich gar nicht brauche. Ich versuche euch beide kaputt zu machen. Obwohl, dann hat es eigentlich doch einen Sinn, dass ich versuche. Ach Gott, es liegt hier die ganze Zeit diese Karte im Weg. Bist du Two of Hearts? Jawohl. Das Ding gibt mir dann, glaube ich, Bomben. Oh, warte mal, mein Penny-Dings da ist weg. Wo habe ich dich denn? Okay, für diese Aktion, die ich jetzt hier mache, brauche ich auf jeden Fall einfach nur mal Bloody Penny. Okay, von dir habe ich schon mal kleine Item gekriegt. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich euch ein bisschen weiter auseinandertreiben könnte irgendwie. Und möglichst nicht so direkt vor die Tür. Hallo? Scheinbar nicht. Auf jeden Fall brauche ich Polaroid wieder, damit ich in The Chest kann, nachher, am Ende, irgendwann. Nein, ich wollte es nicht mitnehmen. Verdammt. Ich Idiot. Ich habe es aus Versehen mitgenommen. Gut, dann brauche ich jetzt Polaroid wieder. Mom's Pearl. War das das Ding, was mir ein Gift dort gibt, wenn ich... Ich glaube schon. Dann ist das eigentlich sogar das Richtige. Also auch das, was ich brauche. Gib mir Flylove, Bitch. Ich hab keinen Bock mehr. Vor allem ist es einfach nur so unnötig, bei diesem Typen hier die ganze Zeit zu zocken. Ich kriege hier noch volle Schlüssel und volle Bomben, bevor ich Flylove kriege. Glaube ich irgendwie. Weil wirklich sinnvolle Sachen kann ich bei dir eigentlich nicht kriegen. Außer Flylove halt und... Ach komm, der Aufwand lohnt sich nicht. Ach ja. Gut, eigentlich hätte ich zuerst mit dir zocken müssen, bevor ich lieben konnte, aber ich konnte trotzdem raus. Wieso nicht? Nehme ich das hier einfach mit. Damage, Shield. Oh, und Speed. Ah, Speed Up auch noch. Okay.
Das ist geil. Wie viel Speed up? 1, okay. Aber man merkt es deutlich. Ach, hier wartet noch ein Raum auf mich. Flop. Weg mit dir. Ab zum Boss. Und einfach mal durchballern. Ey, du Assi. Ups. Ja, schön, dass du dich mal wieder nicht treffen lassen musst. Gut, und bevor wir jetzt runtergehen, hole ich mir noch die Full Health Pille. Und ja, auf Flylove scheiße ich jetzt echt, das dauert mir irgendwie zu lange. Oder ich versuche noch 2 Versuche. 3. Alles Gute ist 3. Achso, ich wollte mir eh wieder noch mein Leben wieder zurückholen. Okay, 1. 2. Über diese Momente in dem Spiel. So, das aufballern. Bombs. Denn hier liegt noch Geld drin. Edime. So, da nochmal eine Bombe hinsetzen. Es könnte theoretisch überall noch ein zweiter Raum sein. Wo theoretisch sogar ein Ankh drin sein könnte. Und wenn ich einen Ankh finde, tut es mir leid, dass ich diesen Run eventuell verlieren werde. Okay, ich finde keinen Ankh. Weil der Run ist safe, den